Hey, ich bin Petra und ich habe keine Ahnung von 3D-Druckern, habe aber trotzdem einen gekauft. So, und damit ich irgendwie damit anfange, Ahnung davon zu bekommen, kommt er hier. Schwer, glaube ich, ne? Da muss ich als allererstes mal sagen, danke an meine liebe Freundin Shiana, mit der ich mich letztes Wochenende ewig unterhalten habe, die sich einen 3D-Drucker gekauft hat und die jetzt die ganze Zeit damit druckt. Und ihre Aussage war, Petra, so schwierig ist es gar nicht, ja? Also das werden wir sehen in Zukunft, ob das so schwierig ist. Aber als allererstes packen wir dieses Ding jetzt mal aus und gucken uns das an, ne? So, jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Ich habe mir dann alle möglichen Videos angeguckt, ja? Und mir wurden auch alle möglichen Videos gezeigt, was man mit so einem 3D-Drucker alles drucken kann. Und ich bin schier vom Stuhl gefallen, was man damit alles machen kann. Tatsächlich muss ich dazu sagen, so schwierig war das nicht, in kurzer Zeit die anderen Pixel davon zu überzeugen, weil man kann ja mit einem 3D-Drucker alles Mögliche drucken. Und das bedeutet, ich komme jetzt zu meinen Dungeons & Dragons Miniaturdrucken. Und die anderen kommen zu anderen Sachen. Was sie sich drucken wollen, weiß ich nicht. Sollen sie machen? Ich kriege Sachen für unsere Battlemaps. Haha! Also, das ist der Ender 3 Version 2. Er soll gut für Einsteiger sein. Wir werden es lernen. Druckerbedienungsanleitung mit schon allen möglichen. Das kriegen wir schon hin. Also, da steht da schon. Ich habe, by the way, was super cool ist. Ich habe euch gerade schon von Shiana erzählt. Shiana war so lieb und hat schon die Figuren unserer Spielenden fürs neue Pen and Paper gedruckt. Oder sie ist gerade dabei. Aber 3 habe ich schon bekommen. Oh. Hier, guckt hin. Clarity. Es heißt so, kann ich nichts machen. 3D Printer User Manual. Kriegen wir noch eins. Das ist wahrscheinlich dann die englische Variante zum deutschen Ausdruck. Oder noch mal ausführlicher, man weiß es nicht. Hier ist, oh wow, kann man das jetzt, kann man das nur in einem rausheben? Es gibt Einzelteile. Hier Stangen. Hier, oh Gott. Also das sieht echt so aus, als ist es wichtig. Wisst ihr, ich bin ein großer Noob. Aber da das Ding für Anfänger ist, wird es schon was werden. Und hier, das Panel zum Einstellen von Dingen. Oh, scheiße. Naja, es wird schon nicht so schlimm gewesen sein, ne? Das Coole ist ja, für den Ender 3 gibt es so viele Unterstützungssachen online, weil das irgendwie der Drucker ist, mit dem alle anfangen zu drucken? Erzählt mir, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, welchen 3D-Drucker habt ihr genommen? So, und jetzt habe ich eigentlich nur dieses fette Ding hier. Nee, ich habe da drunter noch Sachen. Ein drehendes Teil. Kann heiß werden. Kommt da das Filament raus? Wer weiß. Hier ein Spachtel. Leute, das erkennen wir doch wohl. Teile. Weitere Schrauben. Packe ich die jetzt einzeln aus? Nee, Leute, die packe ich jetzt nicht alle einzeln aus. Das könnt ihr euch alles ansehen in unserem coolen Video, in dem wir den 3D-Drucker tatsächlich zusammenbauen. Wo findet ihr dieses Video? Ist ganz einfach. Dieses Video findet ihr auf Behind the Pixel. Da gibt es dann auch noch mehr zur Technik. Und wenn ihr tatsächlich wissen wollt, wie das alles so funktioniert, ne, mit dem 3D-Drucken, dann kommen die Videos dazu dort. Plus andere coole Techniksachen. Powered bei unserem lieben Max hier. Hier, guck mal, das sieht ja fast aus, als könnte man es im Film mitverwenden, wenn die Rollen anders wären. So, sonst nur noch Kabel, Leute. Kabel, Schrauben. Hier ist nichts mehr drin. Und jetzt haben wir nur noch das Herzstück, das ich jetzt gerade auch nicht rausgezogen habe. Es sieht aber, wisst ihr, was super cool ist? Es sieht schon einfach so aus, als würde das zusammenhängen. Vielleicht. Wahrscheinlich machen wir ihn jetzt einfach schon beim Rausnehmen kaputt. Hier. So, Leute. Das ist es. Wenn ich ihn einfach so lasse, kann er dann einfach schon so drucken? Ich
glaube, ich muss jetzt alle möglichen Dinge lesen und ich werde die liebe Shiana befragen, wie das funktioniert. Davor werden wir das Ding gemeinsam zusammenbauen in einem weiteren Video. Und ja, sehr gut. Wir packen natürlich noch das Filament aus. Man kann ja mit dem Ender 3, soweit ich das gelernt habe, alle möglichen verschiedenen Farben drucken. Die erste Farbe, die wir hier haben, ist es schwarz oder grau? Was ist angekommen? Wir haben schwarz und grau bestellt. Nein, wir haben schwarz bestellt. Ja, aber wir haben doch noch die zweite Farbe bestellt. Ah! Okay, wir haben schwarz und weiß bestellt. Leute, ich lerne Dinge. Es ist schwarz angekommen. Ein Kilogramm PLA-Filament für die, es ist die Ender-Serie. Also da können wir schon nicht so viel falsch gemacht haben, ne? Da steht Ender drauf, hier steht Ender drauf. Wird passen. Wir werden sehen. Das ist der Moment, wenn man sich einen 3D-Drucker kauft, um Dungeons & Dragons zu spielen, aber erstmal noch nicht viel Plan vom 3D-Drucken hat. Aber Leute, es kommt noch. Vergesst nicht! In Aktion gibt es auf unserem Behind the Pixel-Kanal. Darüber hinaus, wenn ihr mehr zu Dungeons & Dragons und der neuen Kampagne erfahren wollt, klickt hier. Zum Bauen von coolen Technik-Sachen, klickt da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, es wird gedruckt!